Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Wir haben es zu tun heute mit 11 neuen Mods und 2 Updates. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Bauer und Weizenkorn TV für das Abo. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wie immer starten wir erstmal mit den Updates, und zwar das erste Update kommt für die variable Ladewagenkapazität von Sperrgebiet, Downloadgröße 17 kb, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Register Specialization Lua geändert, damit mit LS22 1.4.0.1 kein Fehler mehr ins Log geschrieben wird. Moddesk Version erhöht. Das nächste Update kommt für den Amazone Katros 6002 von Nickel G, Downloadgröße 7,92 MB, jetzt in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, angepasste Work Area, angepasste Effects und realistisches Gewicht. Damit kommen wir zu der ersten neuen Mod, und zwar heißt diese Increased Fuel Usage, kommt von Roni, Downloadgröße 7 kb in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Diese Mod erhöht den Kraftstoffverbrauch von Fahrzeugen. Dies funktioniert nur bei Dieselmaschinen. Wenn der Kraftstoffverbrauch auf niedrig eingestellt ist, wird er um 2,5% erhöht. Ist der Kraftstoffverbrauch auf hoch eingestellt, wird er um 5% erhöht. Wir kommen zu der ersten neuen Mod, und zwar heißt diese Günther Schmiching HTB 6000. Diese kommt von Christi 136, Downloadgröße 3,47 MB, jetzt in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar ist dies natürlich eine Schaufel mit einem Volumen von 6500 Litern, wiegt 2 Tonnen und kostet 11.000 Euro. Der Anbaukupplungstyp kann geändert werden von Radlader zu Teleskoplader und wieder zurück. Die Kapazität kann geändert werden von Standard auf Z-Kinematik-Zusatz, das ist also dieses hier, und zurück zu Standard. Farboptionen gibt es hierzu nicht. Wir kommen zum KR Pan TZ400. Diese kommt von Wolfex Modding, Downloadgröße 1,59 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Diese Transportbox von KR Pan kommt mit einem Gewicht von 160 Kilo und kostet 1800 Euro. Das Design kann geändert werden von Standard auf mit Inhalt und wieder zurück auf Standard. Und das war's dann auch schon zu dieser neuen Mod. Hier in diesem Falle habe ich ausgewählt die mit Inhalt. Das heißt, hier ist einfach ein bisschen Material drin. Wenn die leer ist, natürlich leer, dann kann man die selbst dann füllen. Wir kommen zum Orkel DX130. Dieser kommt von Ola Haldor und NMC T-Bone. Downloadgröße 7,72 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Ist natürlich dieser Kipper hier, kommt mit einem Volumen von 7,2 Kubikmeter, einem Gewicht von 3,7 Tonnen, maximales Zuladegewicht von 13,3 Tonnen und kostet 20.000 Euro. Das ist tatsächlich der erste Anhänger, den ich sehe, der mehr Zuladegewicht hat als Volumen in Kubikmetern. Werkzeugkasten kann hinzugebaut werden, hier an der Seite ja oder nein. Die Reifenvarianten, da gibt es Breitreifen und Standard, und das war es schon auch zu diesem Anhänger. Wir kommen zum hausgemachten Gewicht. Dieses kommt von Edos Pix und Ramon Grillo. Downloadgröße 2,97 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Gewicht natürlich mit dem Gewicht von 800 Kilo und kostet 800 Euro. Auch hier gibt es keine Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zum KT10. Dieser kommt von Rus Agro T, Downloadgröße 8,14 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Futtermischwagen mit einem Volumen von 12 Kubikmeter, einem Gewicht von 2,6 Tonnen, maximales Zuladegewicht sind 4 Tonnen, braucht 80 PS und kostet 10.000 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Vintage-Farbpalette und die Designfarbe kann gewählt werden zwischen Gelb und Braun. Ich frage mich hier gerade, 12 Kubikmeter Ladevolumen mit Silage, Heu und so weiter und so fort, und da kann nur 4 Tonnen aufgenommen werden. Der kann ja gar nicht vollgemacht werden. Wir kommen zum GVS 6U. Der kommt ebenfalls von Rus Agro T. Downloadgröße 8,47 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser in zwei verschiedenen Ausführungen. Zum einen diesen hier. Der wiegt 400 Kilogramm, braucht 35 PS, hat eine Arbeitsbreite von 6,50 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 18 km/h und kostet 1300 Euro.
Die Designfarbe kann gewählt werden zwischen Rot und Gelb. Dann gibt es noch den zweiten dazu. Der kommt ebenfalls mit einem Gewicht von 400 Kilo, braucht auch 35 PS, hat eine Arbeitsbreite von 7 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 18 km/h und kostet ebenfalls 1300 Euro. Die Designfarbe kann hier gewählt werden zwischen Gelb und Rot. Frage, wer würde sich hier denn schon den kleineren nehmen, wenn alles andere exakt dasselbe ist? Wir kommen zum Bobcat 863 Turbo mit der Schaufel von ARM Team. Downloadgröße 20,87 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Davon ist gestern die Lizard-Variante herausgekommen. Bitte einfach das Video angucken von gestern, damit ihr seht, dass dieser auch für alle Plattformen herausgekommen ist. Und zwar kommt diese mit einer Leistung von 74 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 94 Liter, 20 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht liegt bei 5,4 Tonnen und kostet 25.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Olaf Voss, Ponce und Trelleborg. Die Reifenvarianten können wir einmal durchgehen. Da gibt es nämlich Bandlaufwerk Standard. Da gibt es verschiedene Optionen auch hier. Ja, das sind also diese Optionen, die wir hier haben. Scheiben können gewählt werden. Scheiben normal oder getönt. Design mit oder ohne Rundumleuchte natürlich. Und die Felgenfarbe trifft hier natürlich nicht zu, weil wir auch keine Felge drauf haben. Wenn wir das jetzt hier wechseln, können wir die Felgenfarbe wieder verändern. Dazu gibt es die Schaufel mit einem Volumen von 2000 Liter, wiegt 355 Kilo und kostet 700 Euro. Dasselbe wie für den Bobcat gilt auch für den Scania Streamline. Der kommt jetzt für PC und Mac bezüglich der Marke. Der ist gestern als Lizard herausgekommen. Bitte einfach das Video von gestern angucken, um die Details zu sehen. Dieser kommt hier von Eric Isaac und AgroMods, Downloadgröße 26,85 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Der kommt standardmäßig mit einer Leistung von 530 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 400 Liter, 60 Litern DEF, 83 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und Gewicht liegt bei 20.400 Kilo. Der Preis 130.000 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden von 4x2, 6x2, 6x4, 8x2, 8x4, und so weiter und so fort. Dann bei der Stoßstange, da kann gewählt werden aus Kunststoff, dann eine lackierte und ein niedriger Stoßfänger. Raddesign gibt es hier Radkappen, Radkappen und Luft und so weiter und so fort. Tragflächenprofil gibt es hier Deflektor oder Tragflächenprofil. Gummikotflügel kann geändert werden von kurzem Schmutzfänger zum langen Schmutzfänger. Dann gibt es diese Radioantennen, die dann so komisch sind. Einmal vorne links, die stechen dann so raus, dann vorne rechts, dann beidseitig, das sieht so komisch aus. Dann einmal zweimal hinten, das sind dann diese Optionen, die wir da haben. Sauberes Glas bei der Glasfarbe oder dunkles Glas. Und das ist die beiden Optionen, die wir hier haben. Dann Schutz gibt es, Seitenschutz hier, Frontgitter und so weiter und so fort. Streamline-Aufkleber natürlich, der ist hier drauf, der kann weggenommen werden oder wieder hinzugefügt. Rundumleuchten gibt es ja und dann gibt es verschiedene Optionen. Dekorative Beleuchtung gibt es auch noch und zwar gibt es auch hier verschiedenste Optionen. Einfach mal durchspielen. Vorderradaufhängung natürlich ja oder nein. Motorenausführung gibt es die 530er mit 530 PS, die 590er mit 590 PS, die 660er mit 660 PS, die 700er mit 700 PS und die 730 mit 730 PS. Der Auspuff kann hier geändert werden von Standard zu doppelt gerade und langer Lauf. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser großen Farbpalette. Die Kotflügelfarbe kann natürlich auch geändert werden. Die seitlichen Schutzbleche können auch entsprechend verändert werden. Dann gibt es noch den Frontgrill, der kann auch noch verändert werden, wie man so gerne das hatte, wie man das dann auch gerne hätte. Und natürlich die Felgenfarbe versteht sich von selbst. Wir kommen zu der großen Scheune. Diese kommt von Steve's Mods. Downloadgröße 5,93 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Hallen ist diese Halle hier. 140.500 Euro zum Platzieren, 30 Euro Unterhalt pro Tag. Und das ist diese Halle hier, hat drei Tore. Es schneit und da schneit es sogar rein. Ich weiß nicht, ob das so sein sollte oder nicht. Ja. Das ist diese Halle. Nichts weiteres gibt es dazu zu sagen. Licht gibt es hier in der Mitte. Kann man mit der R-Taste aktivieren. Ich habe keinen Lichtschalter gefunden. Ja, okay. Die nächste neue Mod heißt Weihnachtsmarkt. Diese kommt von Farmer 5 Tom.
Downloadgröße 32,35 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ein Teil davon ist zu finden im Baumenü unter Produktion und Verkaufsstationen. Da haben wir das hier. Das ist dieser hier. Da wird verkauft Schokolade, Traubensaft und Kuchen. Dann gibt es den Weihnachtsstandl für Hofprodukte. Da können dann verkauft werden Butter, Kartoffeln und so weiter und so fort, die ganzen Produktionen. Dann gibt es die Bratwurststand, das ist dann tatsächlich nur ein Dekorationsobjekt. Dann gibt es die Krippen, das ist auch hier ein Dekorationsobjekt. Dann gibt es noch das Weihnachtsstandl Crepe, da wird verkauft Butter, Trauben, Milch, Mehl, Weizen, Eier und Honig. Weitere Objekte sind zu finden zum Dekorieren und zwar im Baumenü unter Dekoration und Sonstigem. Da gibt es noch verschiedene Sachen, die dazu genommen werden können, wie zum Beispiel auch dieser große Weihnachtsbaum. Ich glaube, wenn das dunkler wird, geht er sogar an. Das heißt, das sollte auf jeden Fall hier verschiedene dekorative Objekte, die sich jahreszeitlich anpassen können. Das ist natürlich hier der Verkauf von den Weihnachtsbäumchen und so weiter. Ich habe hier mir nicht große Mühe genommen, hier das Ganze zu dekorieren. Ich habe das einfach mal hingestellt. Hier kann man sogar reingehen. Das ist ja richtig toll. Na, da kann man reingehen. Hier kann man nicht reingehen. Das ist auch nur ein Deko-Objekt. Der Bratwurststand. Genau. Gibt es Rot-Weiß und so weiter. Richtig nett gemacht. Richtig schön im Detail. Schön dekoriert. Auch hier kann man reingehen. Da kann man auch im Roleplay kann man hier die Sachen verkaufen dann. Niedlich gemacht. Ganz, ganz schön. Das war es denn auch schon wieder von den Mods für heute. Ganz herzlichen Dank fürs Einschalten und fürs Dabeisein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Hol dir das Abo ab, willst du keine weiteren Mod-Vorstellungen und auch keine anderen Inhalte auf diesem Kanal verpassen. Heute Abend eröffnen wir natürlich in unserem Livestream unseren Crossplay-Server. Wir werden den auf dieser Karte hier, und das ist die Adelshofen, werden wir hier einen Crossplay-Spielstand starten, so dass auch die Consoleros mitspielen können mit uns hier auf dem Server. Ich würde mich freuen, wenn du einschalten würdest und natürlich eventuell sogar mitmachen möchtest. Dann melde dich einfach bei uns oder komm einfach in den Stream. Ich würde mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Ich werde morgen das Video nicht machen, denn morgen kommt meine Tochter übers Wochenende zu mir. Ich werde dies, wenn es nicht zu viele Mods sind, dann am Sonntag nachreichen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns auf spätestens nächste Woche wieder. Bis denne, ganz, ganz herzlichen Dank. Danke, tschüss und hasta luego.